Nachrichten und Ereignisse aus dem Burgenlandkreis von Ihrem BLK Regional TV. Von Meine Region, mein Fernsehen. Ja, was sagt der Volksmund? Wo man singt, da lass dich nieder. Und damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Regionalsendung am Dienstagabend hier bei BLK TV. Und ich stehe schon wieder im Freien bei den Temperaturen des vergangenen Wochenendes. Auch kein Wunder, aktuell habe ich gerade noch mal geschaut, 36 Grad in Weißenfels auf dem Marktplatz. Und das hat einen guten Grund, dass ich hier stehe, nämlich es findet an 3 Tagen 14 Konzerte mit 25 Chören, 700 Sängerinnen und Sänger statt. Und das Ganze nennt sich dann 6. Landeschorfest. Und das findet dieses Jahr in Weißenfels statt. Wir waren natürlich mit dabei und haben uns die eine oder andere Darbietung einmal genauer angeschaut. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Am Wochenende war Weißenfels der Gastgeber des 6. Landeschorfestes Sachsen-Anhalt. Am Freitag war es dann soweit. Am späten Nachmittag erfolgte im Festsaal des Weißenfelser Rathauses die feierliche Eröffnung unter Anwesenheit des Chefs der Staatskanzlei und Minister für Kultur Rainer Robra. Meine Damen und Herren, ich könnte das jetzt singen, aber dann wird es länger werden. Weil ich das dann hier immer wiederholen müsste, wie sich das für einen Sänger gehört. Deswegen trage ich es immer vor. Das Landeschorfest steht mit der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dr. Haseloff, der herzlich grüßen lässt. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das kulturelle Leben in Sachsen-Anhalt in Deutschland wieder Fahrt aufnimmt. Gleichzeitig steht es für den Neustart der Chöre, die, wir wissen, dass alle besonders stark von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen waren, zeitweilig gar nicht proben konnten und dann unter teils absurden Bedingungen, aber ich habe da die Kreativität der Sängerinnen und Sänger und der Chorleiterinnen und Chorleiter sehr bewundert, mit größten Abständen und halbdigital und volldigital auf die unterschiedlichste Weise dennoch Probenarbeit leisten zu können. Wir haben uns ja gerade davon überzeugen können bei den Sängerinnen und Sängern von Vokales, wie schnell man jetzt wieder auf höchstem Leistungsniveau ist. Also da muss ja auch was stattgefunden haben, auch wenn das nicht unter den von uns gewohnten Bedingungen möglich war. Gemeinsam zu musizieren und in großer Runde Musik zu hören, war uns leider lange verwehrt. Am Samstag zogen dann die Chöre durch die Innenstadt zum Markt, um dort zusammen mit den Weißenfelsern zu singen. Leider verirrten sich nur wenige angesichts der tropischen Temperaturen und der fehlenden Schattenspender auf den glühend heißen Marktplatz. Doch das tat der Stimmung der Anwesenden nichts und so erklangen fröhliche Gesänge im Zentrum der Saalestadt. Zweites Haus, der Alt voraus. Jetzt der Tenor voraus. Also, vielleicht für ein offenes Singen ein bisschen ungewöhnliches Stück, aber ich glaube, Sie merken den Zauber dieser Musik. Und den bedeutend angenehmer wurde es dann beim Auftritt des Rundfunk-Jugendchor Wernigerode in der Marienkirche.
Der zu erwartende musikalische Hochgenuss in den kühlen Mauern zog dann doch noch die Chorfreunde an und die Kirche war gut gefüllt. In 4 Jahren findet das 7. Landeschorfest Sachsen-Anhalt statt. Wo das sein wird, konnte uns der Präsident des Verbandes, Andreas Schumann, noch nicht verraten. Wir sollten gespannt sein. Ja, noch darf ich hier auf der großen Bühne auf dem Weißenfelser Marktplatz stehen, aber gleich, da unten wird sich schon eingesungen, da kommt der nächste Chor und wird seine Weisen zum Besten geben. Vorher geht es aber bei uns im Programm weiter, nämlich, was gibt es Neues im Burgenlandkreis, Verkehrsmeldungen oder einen Tipp zur Unternehmensnachfolge. Das sind nur 2 Themen in unserem heutigen Nachrichtenblock.
aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Burgenlandkreis. Vom 20. Juni bis zum 29. Juli werden auf beiden Richtungsfahrbahnen der Autobahn A38 zwischen den Anschlussstellen Leuna und Leipzig-Neuhart die jeweils linken Fahrstreifen aufgrund von Vermessungsarbeiten temporär gesperrt. Der Verkehr wird jeweils einstreifig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt. Der Fahrradweg entlang der B91 bei Borau, Höhe Tankstelle, ist auf einer Strecke von etwa einem Kilometer vom 20. bis 24. Juni komplett gesperrt. In diesem Streckenabschnitt wird die Fahrbahn saniert. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt innerorts über die Seelauer Straße und den Lasalleweg. Auf Höhe des Weißdornweges ist dann wieder die Zufahrt zum Fahrradweg möglich. Brand in Naumburger Hotel. In Naumburg am Markt geriet am vergangenen Freitag gegen 21.45 Uhr die Brauanlage im Braugasthaus in Brand. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Durch das vorbildlich handelnde Hotelpersonal stand zügig fest, dass bis auf eine Person keine Menschen mehr im Hotel sind. Nachdem diese Person aus ihrem Hotelzimmer evakuiert wurde, begannen mehrere Trupps mit der Absuche sämtlicher Etagen und Zimmer. Glücklicherweise bestätigte es sich, dass alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Zwei Mitarbeiter mussten durch den Rettungsdienst gesichtet und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt mussten 23 Gäste in ein anderes Hotel verlegt werden, da wegen der Schäden kein Hotelbetrieb möglich war. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die Brandursachenermittlungen dauern an. Unternehmensnachfolge regeln. Zu einer Informationsveranstaltung Nachfolge regional, Praxistipps zur Unternehmensnachfolge, Planung, Bewertung und Risiken laden die Industrie- und Handelskammer Halle Dessau und die Handwerkskammer Halle am Mittwoch, den 22. Juni von 14 bis 16 Uhr in die IHK-Geschäftsstelle Weißenfels Markt 6 ein. Im südlichen Sachsen-Anhalt stehen jährlich mindestens 350 Unternehmer vor der Herausforderung, die unternehmerische Verantwortung an einen Nachfolger abzugeben. Die Infoveranstaltung des Netzwerkes Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt findet im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche zur Unternehmensnachfolge unter dem Titel Fortsetzung folgt statt. Eine Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung ist ab sofort in der IHK Halle Dessau möglich. Online unter ihk.de/halle oder per E-Mail an mkuschfeld@halle.ihk.de sowie telefonisch unter 0345 21 26 101. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Jetzt bei Radio Saalewelle.
Die Veranstaltungskalender nicht nur im Burgenlandkreis, die sind ja jetzt knallvoll gefüllt. Alles das, was die letzten 2 Jahre nicht stattfinden durfte, das scheint man jetzt an wenigen Wochen im Jahr 2022 zusammenfassen zu wollen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, in den Veranstaltungskalender zu schauen, nämlich am kommenden Wochenende, da geht es ja richtig rund, in Naumburg findet wieder ein Kirschfest statt. Da freuen sich bestimmt schon viele drauf. Aber auch in Weißenfels, da gibt es ein sogenanntes Weißenfelsfest an der Saale. Das waren jetzt mal nur 2 Tipps aus einer ganzen Menge. Was es genau alles gibt im Veranstaltungsbereich, da schauen Sie doch jetzt mal mit mir zusammen in unseren Veranstaltungskalender. Das Naumburger Kirschfest vom 23. bis 27. Juni. Das traditionelle Naumburger Kirschfest kann in diesem Jahr nun endlich wieder stattfinden. Mit Festzelten, einem Hussitenlager, dem historischen Festumzug, der Peter-Pauls-Messe, dem Weindörfchen und noch vielem mehr sollte keine Langeweile aufkommen. Sonderschau Sternensucher Arche Nebra. An jedem letzten Sonntag im Monat ist Familiensonntag in der Arche Nebra. Erkunden Sie unter anderem die Sonderschau Sternensucher. Betrachten Sie einen Himmelsglobus, suchen und finden gemeinsam Sternbilder am Himmelszelt und hören Sagen und Geschichten über die Sternenbilder der nördlichen Hemisphäre. Sonntag, den 26.06. von 10 bis 16 Uhr. Offener Sonntag im Kloster Posa. An jedem letzten Sonntag im Monat zwischen April und September öffnet das Kloster Posa seine Tore für Besucher. Zwischen 12 und 17 Uhr haben Sie die Gelegenheit, das weitläufige Gelände zu erkunden und bei einer historischen Führung um 15 Uhr mehr für die wechselhafte Geschichte des Ortes zu erfahren. Für das leibliche Wohl sorgen das Café Caracho mit Kuchen und Kaffee und der Weinhof Kloster Posa mit einer Auswahl an offenen Weinen. Das Weißenfelsfest. Das Weißenfelsfest feiert am 25. und 26. Juni Premiere. Hinter dem einfachen, aber treffenden Titel verbirgt sich ein Fest von Weißenfelsern für Weißenfelser mit einem Programm für die ganze Familie. Schauplatz sind am Samstag von 11 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr der Bootsverleih an der Pfennigbrücke und der Stadtbalkon. Der Eintritt ist frei. Das Konzert der Brassband Blechklang. Am 25. Juni können die Zeitzerinnen und Zeitzer ein ganz besonderes Highlight im Konzertsommer 2022 erleben. Die mehrfach preisgekrönte Brassband Blechklang aus Jena gibt sich um 18.30 Uhr die Ehre auf der großen Bühne im Schlosspark. Unter der professionellen Leitung ihres Dirigenten Alexander Richter präsentieren die 30 Blechbläser und Schlagwerker einen beeindruckenden Mix verschiedenster Genre und Musikrichtung und bedienen sich alle klanglich-technisch und musikalischen Finessen, die einer Brassband nach britischem Vorbild zur Verfügung stehen. Ja, jetzt haben wir schön gesungen in Weißenfels beim Landeschorfest, aber vom Singen alleine wird es natürlich noch kein geselliger Abend. Und den geselligen Abend, den gab es quasi abends nach der Singerei in Weißenfels auch noch. Nämlich zum 8. Mal fand die sogenannte Weinnacht statt. Hat nichts damit zu tun, dass die Gäste nach den Gesangsvorführungen in Tränen ausgebrochen sind. Nein, es ging natürlich um unseren Rebensaft, um den Wein. Und ich stehe hier schon mal mittendrin, nämlich auf dem herzoglichen Weinberg in Weißenfels. Auch das war eine Station von 11 Biergärten und Höfen in Weißenfels. Und ich habe mich einfach mal umgeschaut, um mal zu sehen, was haben die Weißenfelser so aufgeboten, um einen schönen, entspannten Hochsommerabend zu gestalten. Zum 8. Mal hieß es in Weißenfels am vergangenen Wochenende höfische Weinnacht. 10 Höfe schickten sich an, bei hochsommerlichen Temperaturen den Weißenfelsern wieder einen gemütlichen Abend bei hochgeistigen Getränken, vorrangig Wein von Saale und Unstrut, zu ermöglichen. Und da war es auch keine Besonderheit, dass die Eröffnung der Nacht unterhalb des herzoglichen Weinberges mitten in der Stadt stattfand. Der Stadtratsvorsitzende Jörg Freiwald vertrat Oberbürgermeister Robby Risch, der in anderer Angelegenheit in der Nachbarstadt Naumburg weilte. Meine lieben Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von mir.
Ich selber habe auch irgendwo mal mit, am Anfang, ja. mitbezahlt. Ja. Und gearbeitet. Und gearbeitet, ja. Es macht mir immer eine große Freude, vorbeizukommen. Und wir verschenken immer wieder, und wir, jetzt sage ich, die Stadt Weißenfels, darf den Oberbürgermeister heute hier vertreten. Und darum bat er mich, Ihnen die herzlichsten Grüße auszurichten. Er wäre sehr gerne hier, ist ja auch ein Weinfreund und möchte. Ich freue mich, dass wir als Stadt es geschafft haben, uns auch immer mit unseren Partnerschaften mitzubeteiligen. Auch dort haben wir, weiß ich nicht, ob ihr die schon entfernen musstet, wir haben die ja mitgebracht. Ja, die sind noch da. Das heißt also, auch die Partnerstädte sind mit Rebstöcken hier oben mit dabei. Und ich hoffe auch, die Stadt bezahlt dafür die Gebühr. Da müssen wir noch mal gucken. Aber daran soll es ja nicht mangeln. Ja? Wir können uns einfach nur sagen, auch mit dem A, ich meine, die Unterstützung habt ihr auch vom Oberbürgermeister und von der Stadt bekommen. Ich muss es einfach sagen, ohne eure Initiative wäre das aber alles nichts geworden. Grundlage ist immer das Engagement, das ihr als Verein habt. Ihr die Verrückten, die sich da oben bei Wind und Wetter hinstellen, schneiden, binden und machen, ja, das macht keine Verwaltung, ja, das macht ihr. Und da kann ich immer nur Danke sagen. Danke sagen und den Weinfreunden, die hier sind, kann ich immer nur wieder sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Tropfen im Glas und Ihnen weiterhin viel Gesundheit und alles Gute. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin die 12. Burgwerben-Kirchauer Weinprinzessin Anna und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe die liebe Selina Kaufmann aus Laufa mitgebracht. Unsere Weinkönigin hat es leider nicht hierher geschafft, auch wenn sie das Projekt sehr interessant findet und sich das tatsächlich irgendwann sehr gerne mal angucken möchte. Ich freue mich, dass das Projekt hier so mit viel Herzblut ausgeführt wird von euch als Verein. Das ist wirklich toll, weil Weißenfels hat dahingehend noch so viel Potenzial, auch mit dem Weintourismus, einfach da noch ein Stück mehr Leute hierher zu locken. Und wunderschön, wenn man über den Markt geht und dann hier an euren herzlichen Terrassen rauskommt. Wirklich toll. Wir haben mit der Weinprinzessin von Burgwerben-Kriechau, der Anna, gesprochen, was sie von der höfischen Weihnacht so hält. Heute ist die 8. Weihnacht, 2 Jahre ist sie ausgefallen. Was hältst du von der Veranstaltung? Ist das etwas, was den Wein hier an Saale und Unstrut nach vorne bringen kann? Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich begeistert, mit wie viel Herzblut die Weißenfelser jetzt hier auch die Höfe eröffnen und sich ganz viel Mühe gegeben haben. Viel Speis und Trank, Weine überall aus der Region. Das Weingut Schulze ist dabei, andere verschiedene Winzer, Weingut Gaudig natürlich hier vom Burgwerbner Herzogsberg. Und das ist auf jeden Fall richtig toll, dass die unterschiedlichen Regionen jetzt hier auch vertreten werden. Und überhaupt, das ist auch eine große Veranstaltung jetzt wieder für die Stadt, was viele Leute aus dem Umkreis auch hierher lockt. Also, dann wollen wir in einen schönen Abend starten. Es sind tropische Temperaturen. Ich glaube, für Weintrinken jetzt nicht ganz so gut, aber ein guter, gekühlter Weißwein kann gehen. Hast du für heute Abend für einen Trinkspruch für uns, den wir mitnehmen in die Weihnacht? Auf jeden Fall sehr gerne. Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass unser Wein verderben soll. Drum hat er uns nicht nur die Reben, sondern auch den nötigen Durst gegeben. Damit zum Wohl. Ja, und jetzt sind wir in so einem typischen Hinterhof in der Innenstadt von Weißenfels, nämlich im altehrwürdigen Brauhaus. Hinter mir spielt Rick Dyan, den kennen vielleicht viele von Radio Saalewelle. Und vor mir ist alles bestens gefüllt, den Leuten gefällt und schmeckt. Das ist so eine richtige Weihnacht. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen um, lauschen dem Rick und gehen zum nächsten Hof. Jetzt sind wir im sogenannten Huthof. 6-mal schon dabei von 8-mal Weihnacht in Weißenfels. Und ich freue mich ganz besonders, in netter Damenbegleitung jetzt zu sein. Nämlich dieser Huthof,
der wird gleich von zwei Kultureinrichtungen der Stadt bespielt sozusagen. Die Katharina, die kommt von den Kulturphönixen, Kuckuck da, und die Romy kommt von Musikart Weißenfels. Ja, also hier gibt es Kooperation, finde ich gut. Und wenn wir einmal schon hier sind, da müssen wir natürlich über Projekte sprechen. Gerne. Katharina, ich fange mal mit der Romy an. Ja. Romy, ihr habt schon so ein schönes Plakat hier hingelegt. Da passiert was. Es geht wieder los. Lange durft man nicht. Was habt ihr vor? Wir machen eine 80er-Show dieses Jahr. Wir haben uns überlegt, einfach mal was Aufgelockertes, was Fröhliches auf die Bühne zu stellen und haben uns für die 80er Jahre entschieden, weil die einfach auch bunt und wild und einfach wunderbar waren. Und deshalb haben wir am 3.9. und am 4.9. unsere Show im Kulturhaus Weißenfels. Und da geht's dann richtig ab. Da geht's richtig ab. Nick Kershaw fällt mir ein und. Es wird nichts verraten, aber es wird bunt und auch ein bisschen unerwartet. Also wir haben auch Stücke rausgesucht, die man vielleicht nicht sofort mit den 80er Jahren verbindet. Und dann aber denkt, ach, guck an, das gehört ja auch da rein. Die sogenannten One-Hit-Wonder. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Nö. Okay. Karten gibt's ab sofort schon. Was kosten sie? 15,60 €, glaube ich. Okay. Entschuldigung, das weiß ich nicht genau. Aber so, genau. Und die gibt es in der Touristinformation in Weißenfels und unter brezeherwegs.de. Sehr gut. Also, die 80er Jahre, da gehen wir hin. Das ist unsere Zeit. Das wird bestimmt lustig. Ich drehe mich um zur Katharina von den Kulturphönixen. Da wird es bestimmt auch lustig. Ich habe gelesen, auch ihr habt was vor. Was habt ihr denn vor? Wir haben auch etwas vor. Wir sind noch in der Anfangsphase. Unser Team ist gerade erst gefunden. Wir gehen jetzt nach dem Sommer in die Probenphase. Es wird keine Show, es wird ein Musical. Sehr englisch, sehr schwarzhumorig. Es gibt auch Leichen und Särge. Oh. Ja. Und das ist hier, wenn ich das mal vom Tisch nehmen darf, genau. Zum Sterben schön. Der Titel ist wahrscheinlich Programm. Also, das passiert am 2023, haben wir noch ein bisschen Zeit zu sparen. Richtig, jetzt frag mich nicht, was die Eintritte kosten werden, so weit sind wir noch nicht. Nein, das würde ich auch gar nicht machen. Genau. Also, wichtig ist die Voraussicht auf 2023. Jawohl, der wird das wunderbar gestorben. So, das ist nach 2 Jahren Stillstand und Ruhe in der Stadt endlich mal wieder was gibt. Und das ist wichtig. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Romy. Ja. Ihr macht es jetzt hier zusammen. Sonst heißt ja immer, man gönnt dem anderen nicht den Zuschauer im Programm. Ihr seid da ganz entspannt und easy. Ja, ich finde einfach, wir können das zusammen machen. Hier wird Wein angeboten, wir bieten die Grundlage zum Weintrinken. Ich finde, das harmoniert sehr gut. Was sagt die Katharina dazu? Wir haben uns das so gewünscht. Es ist schön, dass es so geworden ist und ja, ich denke, das werden wir beibehalten. So, das war unser Bericht aus dem Huthof. Wir schauen uns noch ein bisschen um und mal gucken, was es sonst noch so gibt hier in Weißenfels. Come on, the hills, my bonny Irish best. Come on, the hills, through your darling. You choose the rose, love, and I make the queen. Ja, mit Hut auf dem Kopf, nein, leider nicht, der fehlt mir heute. Bei der Hitze wäre aber durchaus angebracht. Sind wir jetzt in den nächsten Hof und das ist ein historischer Boden, nämlich das ist der Innenhof vom Geleitshaus in Weißenfels. Und hier wurde ja der Schwedenkönig obduziert, hier oben im ersten Stock. Und wie in den anderen Höfen auch. Volles Haus, gute Musik, angenehme Getränke, das passt. Sommer in der Stadt in Weißenfels. Tolle Sache, die höfische Weihnacht. Dienstagabend, da heißt es natürlich auch immer der Sport vom Wochenende. Da müssen wir schauen, was da so los war. Die Fußballsaison neigt sich ja dem Ende zu, aber trotzdem gab es noch einige Spiele. Die Ergebnisse dazu, die liefern wir Ihnen jetzt in unserem Sportblick. Der Sport im BLK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der NOFV Oberliga Süd endete die Begegnung Blau-Weiß-Zorbau gegen den FC an der Ferner Höhe 2:3. Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften ohne Druck aufspielen konnten, da beide Mannschaften den Klassenerhalt geschafft haben.
Im Halbfinale beim Burgenlandpokal fuhr der 1. FC Zeitz einen klaren 7:0-Sieg beim SV Merdendorf ein. Am Samstag heißt es nun Finale. BSC Laura gegen den 1. FC Zeitz. Gespielt wird im Zeitzer Ernst-Thälmann-Stadion. Anpfiff ist um 17 Uhr. In der Meisterrunde der Verbandsliga zeigten trotz der großen Hitze beide Mannschaften ein sehr intensives Spiel. Am Ende stand mit 1:2 eine unglückliche Niederlage gegen den Aufsteiger aus Westerhausen auf der Anzeigentafel. Die Elf vom SSC Weißenfels verabschiedet sich nun als Vize-Landesmeister Sachsen-Anhalt 2021-22 in die wohlverdiente Sommerpause. Kommen wir jetzt noch zum Floorball. Der UHC verliert das erste Spiel der Finalserie auswärts im Penaltyschießen. Nachdem die Verlängerung und das reguläre Spiel keinen Sieger hervorgebracht haben, ging es mit 5:5 in die Entscheidung. Hier musste man sich schlussendlich der DJK Holzbüttgen geschlagen geben. Das zweite und optional dritte Finalspiel wird am kommenden Wochenende in Weißenfels ausgetragen. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Ja, das war sie, unsere Ausgabe am Dienstagabend. Und diesmal aus der Stadt Weißenfels, nämlich zwei wichtige Events. Die haben wir uns für Sie angeschaut. Das eine das Landeschorfest und zum anderen natürlich die höfische Weihnacht. Ja, und da enden wir jetzt auch ein Moderator bei BLK-TV, der darf sich dann nach einer sehr schönen Weihnacht in der Stadt auch mal hinsetzen und Sie darauf hinweisen, dass wir uns, wenn Sie möchten, am kommenden Freitagabend schon wiedersehen, nämlich hier bei BLK-TV zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle. Und dann gibt es auch wieder die Sportvorschau zum Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche. Ich lasse mir jetzt noch die hochsommerliche Sonne ins Gesicht scheinen. Und denken Sie bitte dran, am kommenden Dienstag ist schon wieder Sommersonnenwende. Dann werden die Tage schon wieder kürzer. Also genießen wir die Sonne, freuen uns daran. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Meine Region, mein Fernsehen.